Die Denise ist da. Hallo, herzlich willkommen. Hi. Und du bist hier mit deiner Kollektion vertreten, mit Schnittmuskel, richtig? Genau, das ist mein eigenes Modelabel. Schnittmuskel heißt es. Ja. Wie kamst du dem Namen? Also ich hatte davor ein Damenlabel, das hieß Puderblond, und da wollte ich eigentlich ein Männerlabel gründen dazu. Dann habe ich Schnittmuskel gegründet, habe dann aber gemerkt, das ziehen auch viele Frauen an. Und so ist das Label Schnittmuskel entstanden. Da mache ich jetzt Damenklamotten, Herrenklamotten und auch Unisex-Klamotten. Und wie lange machst du das schon? Schnittmuskel gibt es seit 2012. Das ist ja schon eine Weile. Hast du das auch gelernt, sag ich mal, oder ist das eher was Kreatives, woraus das entstanden ist, also in einem Hobby oder so? Ich habe Masken- und Kostümbildnerin gelernt und da habe ich auch Schneidern gelernt und bin dann vom Kostüm eher weggekommen zur Mode und so ist das entstanden, ja. Bist du auch öfters auf Conventions dann unterwegs mit diesen Sachen? Ich bin auf Tattoo-Messen unterwegs, ich bin auch auf Festivals unterwegs, auf Gothic-Festivals, auf dem Wave-Gothic-Treffen in Leipzig zum Beispiel, ja. Sehr schön. Und wie viele Teile hast du schon so designt? Also du machst alles selber, habe ich das richtig verstanden? Genau, also ich design die Teile selber. Ich habe mittlerweile eine Näherin, die näht für mich auch, weil ich allein nicht mehr hinterherkomme. Aber die Unikate, die mache ich alle noch komplett selber. Ja. Also es gibt teilweise Sachen, die es nur einmal gibt und die kauft man bei dir und dann war's. Also dann kannst du keinen treffen, der ist gleich anders. Genau, ja, genau. Willst du ein bisschen was über den Style erzählen, also wie das aussieht und so weiter? Wir blenden auch später noch was ein, aber dass du es ein bisschen erzählst. Okay. Ja, also mein Stil ist eigentlich postapokalyptisch, das ist so das Schlagwort. Es ist immer schwarz alles bei mir. Es ist destroyed, ich zerstöre gerne Stoffe, aber kontrolliert und vernähe die dann so, dass es halt eben cool aussieht. Es ist so ein bisschen dark, Mad Max Style meine Sachen, aber auch asynchrone Schnitte, asymmetrische Schnitte und einfach ganz anders wie das, was man halt im Laden kriegt. Bist du öfter auf Tattoo-Conventions? Also wie findest du, passt das zusammen, dass du gerade auf Tattoo-Conventions dann auch unterwegs bist? Also ich habe eigentlich so eine Gothic-Szene angefangen und habe halt gesehen, da gibt es viele tätowierte Menschen und habe gedacht, gut, das ist eine Schnittmenge und bin dann mal auf eine Tattoo-Convention gegangen. Aber ich habe gedacht, ich probiere das mal aus, ob das bei dem Publikum auch ankommt und es kommt an. Ja. Sehr schön. Wie ist es denn bei dir selber? Du hast ja auch ein paar Tattoos. Lässt du dich hier auch tätowieren oder? Ich habe meine Stammtätowiererin bzw. meinen Stammtätowierer und den bleibe ich, glaube ich, treu. Ja. Sehr schön. Hast ein bisschen schwarz, ein bisschen rot. Trash-Polka-Stil eigentlich. Ja. Ja. Geht über die ganze. Hast du die ganze Seite quasi tätowiert? Cool. Willst du denn auf die anderen Seite auch noch was machen? Oder? Ja, da überlege ich noch. Also erstmal soll es am Bein weitergehen und für den Arm gibt es auch einen Plan, aber ich mache das immer sehr langsam. So, du hast uns ja noch was mitgebracht. Einmal haben wir hier ein bisschen was hingelegt. Da sieht man das vielleicht ein bisschen. Mein Flyer. Ja. Und du hast uns noch was Tolles mitgebracht. Willst du das mal erzählen? Eine schöne Aktion nämlich. Genau, eine Aktion. Und zwar habe ich mir gedacht, mein bestverkauftes Produkt, das ist meine Hoodie-Weste. Die hat einen offenen Rücken. Da kann man auch ein Rückentattoo schön zeigen. Da gebe ich euch 10%. Genau. Also und die 10% gibt es dann mit dem Code Stichpunkt.tv bis Ende Mai. Also, schlag zu. Wir blenden das Produkt auch gleich nochmal ein. Ich darf das anziehen mit meinem Rückentattoo. Ich freue mich schon total. Und ich bedanke mich bei dir, weil du musst zurück zum Stand. Nicht, dass da einer die schönen Sachen klaut. Genau. Und vielen Dank, Denise. Sehr gerne.